das geschafft. Wenn man Lily und Rons halten kann, wenn man an Lily und Rons Richtung kommt, ist kein Halten mehr. So, lasst jetzt doch nicht in den Deckel. Wir greifen mal nicht rein. Also, jetzt haben die anderen gesehen, wie es geht. Wir sind auf Klauposition. Lele, das ist mal. Oh, der Silber hat sich mal gegen die Lele durchgesetzt. Das wäre mein Ding. Da wird ziemlich gehittet. So, der Silber hat jetzt mitgekriegt, da irgendwie ist der hier an Apfel so, gekommen. Jetzt? Ui, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Wo ist das größte Stück? Der Ron hat zack, weg. Das Apfel genommen. Lass liegen, die Dinger. Lass die Deckel drin liegen. Die liegen ja nicht mehr auf Essen. Kommt man in die setzt sich wieder in die Mitte ruf und dann geht nichts mehr. Silvchen setzt sich wieder hin und guckt mich an. Sagt, die gibt mir immer was. Ich warte einfach ab, die steckt mir von alleine was in den Mund. Na, mein Silvchen? Du wartest, wa? Ja? Mein Süßer. Geh mal gucken. Trau dich mal an das Spielzeug, das tut dir ja nichts. Brauniger ist wieder. So, jetzt kommt Alter, Ole drückt gerade die Tür auf. Und wie? Jetzt kommt Ronny, setzt sich rauf. Ronny setzt sich rauf mit dem Popo. Ja, fein, Vanilli. Alter, hier rast. Und mit dem Bauch noch ins Ufer rissen. Bitteschön, kann ein Abstauber kommen. Da kommt die Ginny. Abstauber? Ach, guck. Ha, da drin liegt's. Mhm. An, natürlich. Außer Oma. Vanilli hat es geschafft, das Apfelrätsel zu lösen. Dann haben wir im Baum noch eins. Was werden wir so später geben? So eine kleine Deckel, auch kleine Häppchen. So, Ginny, dann gehen wir nochmal ein anderes gucken. Ohne Vanillis Bauch. Zurückgehen, der Apfel nur zu fressen, den zweites mit dem Bauch aufgelöst. Dann kam dann Ginny und hat sich den Apfel geschnappt. Lilly und ihr Bauch. Dream Team. So, mal gucken, ob sie sich gerafft hat eben mit dem Deckel. Ob sie sich gemerkt hat. Komm, wenn ihr lieber essen, bist du doch fix. Ich weiß nicht, was ich mit Essen komme. Jetzt ist es wie so eine Warteschlange. Silver Action. Geht Vanilli mit dem Posen raus, kommt gleich Silber. Und probiert. Lass ihn jetzt nicht ran, hier nicht bewegen. Silber ist so ängstlich, lass den mal machen. Feiner Schatz, lass die Zeit, mach mal in Ruhe. Achtung, Vanilli kommt. Glaub nicht. Da oben. Vanilli geht vorbei. So, Silvi geht wieder. Das ist ihm alle zu heiß hier. Wer weiß. Na komm, Ronny, hol dir noch ein Stück Apfel. Das ist doch wie geht. Komm, Mann, das überlebst du doch. Da oben wird jetzt. Wenn die Bienenpatzer da oben immer aneinander vorbei wollen, ja, Lele und Vanille. Da oben wird dich jetzt so gebeugt, dass man auf der Heuraufe sitzt. Und der überlegt sich, ob er hinspringen sollte. Na, Ronny, hol dir noch einen Apfel. Herr der Raufe. Nein. Jetzt weißt du, warum der immer rinfällt. Der wird immer auf dem Rand gesessen haben und dann ist er da reingerutscht mit dem dicken Po. Ich wollte doch eigentlich in die Raufe. Wieso sitze ich denn jetzt auf der Raufe? Ja, hallo Cookie. Alter. Lass ihn. Nö, der kommt alleine. Sie könnte ja vorne über die Häuschen runter. Geht's ja immer. So, Ronny holt sich oben noch den letzten Schmaus. Und dann machen wir Schluss, ne? Falscher Deckel.
Hat er aber mitgekriegt, dass der nicht. Der ist ja falsch rum. Genau, da wäre noch einer, Ronny. Das ist auch falsch. Jetzt waren sie alle Decker. Ja, ja. So, bitteschön. Rätsel gelöst. Und war daran jetzt so schwer. So, ihr Süßen, dann räumen wir mal auf. Heute Nachmittag die nächste Runde.